Hallo und willkommen zu einer weiteren Aufnahme Let's Play Minecraft hier auf dem Channel Tendons LP. Ja, es ist eine Weile her, wo ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Ich war gesundheitlich etwas angeschlagen, man hat es gehört. Ich bin jetzt wieder gesundheitlich etwas angeschlagen, aber diesmal nicht mit der Stimme. Ich bin krankgeschrieben, deshalb kann ich jetzt für ein paar Tage, deswegen kann ich jetzt ein bisschen Minecraft aufnehmen. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Tempel, ne? Behutsamkeit ist das. Wo ist man effizient? Da ist er. Da ich jetzt nicht genau wusste, was ich jetzt hier machen wollte, das habe ich geändert, das weiß ich noch. Also ich habe mir viel zu tun, sehe ich gerade. Das ist auch geändert, gut. Ja, hinten sieht man die Messerküste, das ist schade, hatte ich ja schon mal erwähnt. Naja gut, wir müssen hier einfach weiter ausfüllen. Des Weiteren, ja, wir brauchen Sand, das nicht zu knapp. Ja, wo kriegen wir das her? Aus der Sandmine, würde ich sagen, weil sehr viel Sandstein haben wir nicht mehr. Aber, was mir gerade so einfällt, ja, ich wollte zwar gerne diesen Berg hier verwenden dafür, aber wie man sieht, hängt jetzt schon der Sand so halb auf, nur auf halb 8. Lalalala, was machen wir jetzt am besten? Ich glaube, wir holen erstmal Sand. Ja. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste, was wir machen können. Da können wir nochmal den reinsetzen. So. Und los geht's. Wir können auch den Redstone erstmal abliefern und. Also, Möglichkeiten haben wir gerade viele. Das werden wir jetzt also erst einmal machen. Da war Kies. Gut. Da ist noch mehr Kies. Ja, was gibt's zu erzählen? Es ist eine ganze Menge passiert in der Zeit. Na klar, kann man sagen, seit der letzten Aufnahme. Aber es ist eine relativ private Natur, was ich jetzt nicht unbedingt alles hier erzählen möchte. Ich bin immer noch mit Nachhilfe beschäftigt. Nachhilfe zurzeit in technische Mechanik. Das nimmt halt viel Zeit in Anspruch. Dann halt die Arbeit, Nachtschicht, wo ich hier gerade ein bisschen krank geschrieben bin. Und ja, ansonsten ist nicht viel passiert. 44 Goldbarren dabei. Oben steht dran, was drin ist, ne? Ja. Packen wir erstmal hier rein. Oh, wir haben 6 Eisen dabei. Das ist nicht gerade viel. Noch mehr Gold, Eisen. Sollten wir vielleicht aber nochmal in den Öfen gucken, dann geht das schon. Ich würde mal sagen, wir haben genug hier. Gut. Den Redstone packen wir hier auch mal rein. Kobbel da rein, Stein da rein. Schienen packen wir erstmal hier rein. Holz hat man dafür nicht. Sag ich doch. Erde. Halt, das war nicht geplant. So war das geplant. Ein bisschen Eisen sollte ich noch mitnehmen. Ein wenig Gold sollten wir auch mitnehmen. Das Glas kann da rein. Redstone kann da auch rein. Kohle kann da auch erstmal rein. Und ein bisschen was kommt mit. Gut. Moment, hier ging's runter. So, dann geht's erstmal wieder Richtung Sandmine. Und Start. So, und dann geht die lange Fahrt wieder los. Ja, man hört noch ein bisschen, dass ich noch ein wenig doch mit der Erkältung angeschlagen bin. Meine Nase ist noch nicht ganz frei, aber der Husten ist weg. Und ja, das Geräusch für das Minecraft ist auch weg. Ja, das ist mir schon lange Zeit ziemlich häufig aufgefallen. Dass sich der Sound aufhängt, das ist mir auf meiner Let's Show Welt aufgefallen, da ich da doch sehr häufig Minecraft-Thema einsetze, vor allen Dingen für
Sortiermaschinen unter anderem, beziehungsweise Verarbeitungsmaschinen, sortieren und verarbeiten, fällt doch da ziemlich häufig das Minecart-Sound weg. Wie schon gesagt, fällt weg. Wir haben hier immer noch den Sound, man hört's. Na, jetzt ist der Regen wieder da. Also, der Sound ist da, keine Frage. Nur der Minecart-Sound verschwindet regelmäßig. Muss ich ganz ehrlich sagen, stört mich jetzt weniger. Ich bin auch ganz froh darüber, dass er jetzt weg ist. Dann macht er nicht so viel Lärm. So, jetzt schauen wir uns mal an, ob das hinten gleich klappt, was ich da so gebastelt habe. Ja. Was ihr jetzt nicht so seht, ist, dass das Spiel auch sehr flüssig läuft, auf 60 Frames, relativ konstant. Puh, was habe ich gemacht? Eigentlich habe ich gar nichts gemacht am Rechner, das ist noch alles wie früher. Ich habe eine Festplatte ausgetauscht. Das war auch das Einzige, was ich an diesem Rechner gemacht habe, um ein bisschen mehr Festplattenkapazität zu kriegen. Aber es hat eigentlich mit der Aufnahme an sich nichts zu tun gehabt. So, Sandmine und Start. Ja, sonst... ja, wie schon gesagt, einiges Privates passiert. Auch wieso ich krank bin jetzt. Ja, ansonsten, ich sag's mal so viel, stehen ist gerade eine Qual, sitzen geht noch, ist auch nicht gerade viel besser, aber es ist besser als stehen. Ich muss oft die Position wechseln, aber gut. Ja, so kann ich jetzt ein bisschen aufnehmen, hat erst überlegt, ob ich überhaupt aufnehme, weil lange sitzen, ja, geht. Aber fürs Let's Play muss ich doch ziemlich konstant an einem Punkt sitzen. Das geht mal wieder nicht. Lange stehen, gehen geht auch nicht. Ja. Ist halt ein bisschen unangenehm, vor allem durch die Arbeit, da ich da viel stehen muss. Ist das eine Sache... Wieso ist seit irgendeinem Grund... ist, wenn ich die Pfeiltaste hier jetzt so die spitze Klammern drücke, ist da aus irgendeinem Grund Screenshot drauf. Ich weiß es nicht. Wenn ich mir jetzt hier die Option Tastaturbelegung angucke, Moment, wo war es, der Steuerung, und sage, oh, gucke bei Screenshot runter, wo ist es? Screenshot F2. Machen wir es mal so. Gucken, vielleicht bringt das was. Fertig. Steuerung. F2. Fertig. Fertig. Zurück zum Spiel. Nein, hat sich nicht geändert. Aus irgendeinem Grund habe ich auf der Taste plötzlich Screenshot-Funktion. Naja. Okay, ich habe auch eine andere Tastatur. Ich hatte früher die Logitech G15. Jetzt habe ich auch wieder eine Logitech, eine Flachtastatur, sowas wie ein Laptop. Gut, ist jetzt brauchbar, sagen wir es mal so. Aber wir bekommen Kies oder auch Steine erstmal. Ja, eine G15 halt, keine G15 mehr. Auch angenehm zu schreiben, auf jeden Fall. Aber auf der einen Seite vermisse ich meine G15 doch ein wenig. Wieso habe ich da noch nicht abgetragen? Na egal. Aber die G15 ist doch schon ziemlich in die Jahre gekommen. Verpegt, verstreckt und den ganzen Kram. Aber wie gesagt, es wird mir eine Zeit für eine neue Tastatur. Und die rein mechanische Tastatur wollte ich jetzt nicht nehmen. Klar, die Anschläge sind vielleicht ein bisschen sauberer. Aber, ich muss ganz ehrlich sagen, rein mechanische Tastatur ist sehr laut. Und fürs Let's Play ist es vielleicht auch nicht gerade die beste Tastatur. Da sollte man vielleicht doch ein bisschen drauf achten, dass das nicht alles allzu laut ist. So. Gut, ich würde sagen, ich mache erstmal hier lang. Obwohl die ganze Fläche in 1 abnehmen wäre. Es wurde doch ein bisschen größer, die Fläche. Die sollte ich doch vielleicht erstmal eingrenzen. Gut, machen wir erstmal das als Grenze, dann ist gut. Ja,
Wie lange will ich jetzt die Aufnahme machen? Also länger als eine halbe Stunde hatte ich vor. Mal gucken, wie das mit dem Sitzen klappt. Ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, jetzt in den 2-3 Tagen, die ich habe, jetzt eigentlich nur noch 2 Tage, die Aufnahme definitiv voranzutreiben. Ja. Ob ich DSA Schicksalsklinge aufnehmen werde, weiß ich noch nicht. Das wird sich jetzt zeigen, wie gut ich vorankomme. Ich habe ja immer noch meine Nachhilfe. Ich bin zwar krankgeschrieben, aber meine Nachhilfe gebe ich immer noch. Da die Person gerade wieder kurz vor der Prüfung steht, habe ich gesagt, das werde ich schon irgendwie aushalten. Vor allen Dingen, da ich ja sitzen muss. Habe ja die Möglichkeit, da nicht immer komplett auf einer Stelle sitzen zu müssen. Kann auch mal die Position wechseln. Dadurch ist es da doch ziemlich angenehm. Auch jetzt bin ich schon dabei. Innerhalb der 10 Minuten habe ich, glaube ich, schon 3-mal Position gewechselt. In der Hoffnung, dass ich nicht allzu weit die Position zum Mikro geändert habe. Ja, ich erzähle wieder ganz krass über mich, aber gut. Ja, ansonsten, spieletechnisch habe ich zurzeit nichts weiter gemacht. Ich habe versucht, jetzt meinen Toyota mal so ein bisschen voranzutreiben. Immer so mal hier eine halbe Stunde, da mal eine Stunde. Aber selbst das kommt nicht so in Gang. Der KPC, den ich geplant habe, weil aus letztem Jahr ist Hops, der ist abgesoffen, glaube ich, hatte ich schon erwähnt. Regelrecht abgesoffen, da hatte ich ein kleines Problem mit meinem Verdeck und dem Ablauf, der nicht sauber funktioniert hat. Dadurch war dann halt mal kurzerhand eine Eisenspitzhacke, wäre dafür nicht schlecht. Dadurch war dann kurzerhand mal der KPC abgesoffen, der, wo ich ihn eingebaut hatte, schon unter Wasser. War ganz klasse. Ja, jetzt hatte ich dann überlegt, na, der Raspberry Pi 2, der wäre es natürlich richtig geil. Einschalten, sofort gestartet, Linux. Wäre natürlich geil, aber die KPC-Software gibt es nicht für die Linux-Version. Ich kriege da auch keinen Wine gerade zum Laufen drauf. Also wer sich damit auskennt, weiß, dass das per Wine möglich ist, unter Linux Windows-Programme zum Laufen zu bekommen, aber nicht auf ARM-Prozessoren. Da der Raspberry einen ARM-Prozessor drin hat, geht es darüber nicht. Und ja, jetzt habe ich mir ein Barebone-PC geholt, also ein HTPC, so, jetzt habe ich es. In der Hoffnung, dass ich da mit dem ein bisschen so modifizieren kann, dass ich den mit dem Start des Autos auch starten kann. Abschalten ist kein Problem, ich nehme einfach die Spannung weg. Hoffe ich jedenfalls. Oder ich gucke mal, ob ich das anders lösen kann. Mal schauen, geht vielleicht. Ist wahrscheinlich dann wieder eine Bastellösung. Ich habe da schon eine Idee, wie ich diese Bastellösung vorantreiben kann. Gut. Aber mal schauen. Ich lasse mich überraschen, wie ich das Ganze hinkriege. Der Raspberry wäre natürlich der ideale PC gewesen, weil Strom weg, PC aus, geil. Hochlauf auch sehr schnell. Also eigentlich vom Prinzip her genau das, was ich bräuchte, aber halt die KPC-Software läuft nicht drauf. Und ja, ich müsste eigentlich so gesehen eine eigene KPC-Software schreiben. Ich habe mich auch schon mit dem Original, mit dem Programmierer davon auseinandergesetzt. Er hat es mal versucht, aber es wäre, ist ihm zu viel Aufwand, die ganzen Bibliotheken für die .NET-Entwicklung so anzupassen, dass die auch mit seinem KPC funktionieren. Die Software würde ich zwar bekommen, aber auch mir ist zurzeit zu viel Arbeit, die ganzen Bibliotheken und einzusetzen und dann selber zu kompilieren. Den ganzen Mist. Also, naja. Lassen wir uns überraschen. Ich habe auf jeden Fall jetzt einen anderen PC bestellt, einen HTPC. Da werde ich ihn wahrscheinlich so modifizieren, dass ich da die Start-Eintaste oder vielleicht kann man ihn auch so einstellen, Wake Up on Power On, Wake Up on Power. Das heißt, sobald er Spannung kriegt, dass er hochfährt.
Das gibt es, diese Funktion. Bei einigen alten Desktop-PCs hat es geklappt. Wenn er diese Funktion hat und auch funktioniert, dann werde ich die einsetzen. Dann werde ich wahrscheinlich den Powerschalter modifizieren. Das heißt, wenn ich den... wenn ich das Auto ausschalte, werde ich... Vielleicht mache ich das anders, vielleicht mache ich es auch per IO-Karte, dass ich ein Relais verwende, welches den Strom von dem Auto klaut. Also Rechner fährt, Strom geht an. Wenn Rechner oben, dann Relais schalten, was den Strom hält. Relaiskarte habe ich, das ist, also ein Relais ist kein Problem. Und wenn Strom weg, das kann man ja abfragen, dann Power off. Rechner runterfahren. Wenn der Rechner runtergefahren ist, fällt das Relais automatisch ab. Das kann man alles bauen. Das ist nicht das Problem. Das ist keine große Bastellösung, das geht. Das kann man programmieren. Ja, ich lasse mich überraschen, wie das so klappt. Ich muss erstmal den PC haben, der ist jetzt bestellt. Ist auch schon im Versand. Mal schauen. Arbeitstechnik, also was er mitbringt, ist das, was ich brauche eigentlich nur. Ich habe ja gehofft, dass ich den auch mit dem Kartenleser dann starten kann. Geht nicht. Ich muss den wirklich auf eine Festplatte installieren. Es ist wirklich ein Windows-PC. Was mir natürlich auch ein Vorteil ist, dass ich da wieder gleich die Kart-PC-Software verwenden kann. Ich kann die gleich so einspielen, wie sie ist. Ich kann den PC aufs Minimum reduzieren, was ich so brauche. Und ja. Na, ganz klasse. Jetzt habe ich... Die brauche ich doch gar nicht. Schmeiße ich jetzt mal weg. Schmeiße ich auch weg. So. Was gibt es sonst noch so? Eigentlich recht wenig. Ja. Ich kann nicht viel machen, deswegen kann ich auch nicht viel erzählen. Spieltechnisch habe ich in letzter Zeit auch nichts gemacht. Kein neues Spiel, kein gar nichts. Ich wollte zwischenzeitlich mal ein Wimmelbildspiel machen. Ist wegen meiner Gesundheit nicht ganz so schön. Ich hatte ja, glaube ich, irgendwann mal erzählt, dass ich mein Internet abgedatet habe oder technisch abgedatet werden soll. Und zwar jetzt am 31. in 6 Tagen. Ich habe es nicht mal geschafft, meine Hardware dafür umzustellen, dass ich in 6 Tagen... Für euch ist es, glaube ich, in 6 Tagen, also für mich ist es jetzt in 7 Tagen, dass ich so gesehen in 7 Tagen das auch verwenden kann. Geht momentan noch nicht. Ja, wieso geht's nicht? Ich muss dafür meine Hardware ändern. Ich habe ISDN, das heißt, ich muss davon IP, ich muss jetzt von dem ganzen ISDN-Kram auf IP-Telefonie ändern. Da Splitter und Modem bzw. Router zwei verschiedene getrennte Orte sind. Der Router sitzt im Serverraum und der Splitter sitzt an der ehemaligen Hausanschlussdose. Jetzt muss ich den Router an die Hausanschlussdose bringen. Ja, was? Ja. Ich muss den Router jetzt an die Hausanschlussdose bringen, damit ich da den S0-Bus erstellen kann. Damit ich den ISDN-Kram behalte. Da ich hier Misch aus ISDN und Analog-Kram habe, muss ich es runterbringen. Da ich leider keine andere weitere Möglichkeit habe. Ich habe auch schon überlegt, ein zweites Kabel zu ziehen, also alles zu mir, also alles in den Serverraum zu legen. Ich bin gerade überlegen. Das geht. Das muss ich nochmal durchplanen. Ich fällt mir gerade was ein, was ich umplanen muss. Das geht, das Kabel habe ich liegen. Das Netzwerkkabel, was ich sowieso legen wollte, muss ich sowieso legen. Nee, geht nicht. Ist ein Kabel zu wenig. Aber das würde mich ja nicht schön ändern. Muss sowieso ein Kabel ziehen, neues. Also alles möglich. Naja, ich muss mal gucken. Oh, Inventar voll.
Mist. Mist. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet.